Willkommen zurück zu Let's Play Vampire Spiel. Richter kehrt heute ins untergegangene Griechenland mit blauem Himmel rein. In der Unterwelt. Nein, es ist eine blaue Lagune. Und ich habe keinen Schlüssel mehr. Entweder ist es ein Fehler vom Spiel oder ich brauche ihn nie wieder. Yeah, yeah. Tod, du hast keine Macht mehr über mich. Doch, aber hoffentlich nicht so ganz viel. Oh, da. Achso. Das ist ein Blaukopf und kein Meermann. Die heißen doch Meermänner oder Sahagins oder so ähnlich. Aber in He-Man. Oh Gott, da gibt es ja jetzt auf Netflix diese neue He-Man-Serie. Ich bin mir unsicher, ob ich reingucken soll oder doch. Komm, Item Crash! Hier kommen jetzt so viele von diesen komischen Dingern. Und dann kann ich mir das hier mitnehmen. Oh, nicht der Wirf es! Wirf! Was? Wieso kannst du das? Los, geh weg, du! Ja! Was? Ich hab gedacht, ich hätte den scheiß Kopf auch kaputt gemacht. Oder da kommt noch. Diese Respawn-Rate ist unendlich! Wie meine Dummheit. Aber egal! Nein! Ich dachte schon, der springt hier nach oben. Ja. Ich hasse sie! Aber um eine Sache noch mal kurz, weil ich jetzt gerade an blaue Lagune, genau, blaue Lagune denken musste, wegen des Levels hier. Puff. Nein. Oh Gott, ich dachte schon, ich spring da rein. Das tue ich natürlich nicht. Da gab es ja früher einen Film, den habe ich als Knabe sehr gerne geguckt. Nein, nein, nein! Warum? 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 Warum habe ich diesen Film früher so gerne? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß auch nicht mehr genau, worum es da ging, außer dass irgendwie zwei Kinder alleine auf einer einsamen Insel aufwachsen. Ich weiß jetzt nicht, ob die Eltern da Urlaub gemacht haben und dann irgendwie alle gleichzeitig am Herzinfarkt verstorben sind. Ob das heute noch so funktionieren würde, weil, naja, auf Mallorca, da würde man schon gefunden werden. Außer natürlich, man lebt dort in der Zeit vor der Usurpierung des Throns durch, hier, ein Korn, grüner Korn im Feldbett. Wie heißt das nochmal? Ein Jürgen Drews, oh, meine Güte. Ich weiß nicht, warum ich das, ich hab das als Kind, also dieser relativ... Was das Spiel schwer macht, ist irgendwie dieses, ich sag jetzt mal so, der Zufallsgenerator. Also, es ist jetzt nicht so, wo ich sagen würde, oh, das ist jetzt aber ganz schön gemies designt hier. Außer die Grundlagen, weil die Schwierigkeit besteht aus meiner Sicht hier sehr, sehr häufig darin, dass man solche Dinge wie diese Köpfe hier hat, die in quasi unendlicher Menge plötzlich aus dem Nichts irgendwie wieder und wieder und wieder kommen und irgendwann einfach eine Menge erreicht haben und eine Situation im Spiel, die es dann schwer macht, es zu kontrollieren. Aber es ist ja nicht so, dass die Entwickler gesagt haben, so, da kommt jetzt ein Köpflein. Ja, genau. Da kommt jetzt ein Kopf. Und da kommt ein Kopf? Nein. Ne, die kommen einfach irgendwann so. Nein, ich will nicht runter. Nein, ich will da drauf. Ah! Kriegt deine Prioritäten mal zurecht. Das ist da drin. Oh. Ich hoffe, ich falle nicht ganz runter. Moment. Oh, shit. Oh, shit. Komm ich jetzt... Ah, toll. Warum mache ich hier meine Saltos, wenn ich das auch hier mit hinkriege? Oh, scheiße. Spring. Springen ist schneller als gehen. Also springe ich, gehe ich, meine ich. Oh, shit. Nein. Warum machen die so knappe Sprünge, wo ich keine Zeit habe, knapp zu springen? Mein Sprung. Mein entsprechend viel Zeit zu reininvestieren, aber nein. Okay, 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 jawohl. Ich springe nicht, weil da oben sind Stacheln im Geländer. So. Toll, ich kann ja nicht mal. Ich darf ja nicht mal springen, um schneller vorwärts zu kommen. Oder um Sachen auszuweichen, ne? Leck mich. Toll! Ich habe keine Subwaffe hier. Wie soll ich denn hier weitermachen? Ja, danke, Spiel. Da ist noch einer. Ja, stirb. Komm her. Nein, nicht du. Ach, das Wasser geht gar nicht mehr nach oben. Das ist ja geil. Oh, war das knapp. Oh, hoffentlich habe ich ein Leben. Oh, toll. Ich fange wieder von vorne an, wenn ich jetzt drauf gehe. Yay!
Gibt's hier irgendwo Fleisch? Warum ist da unten eine Plattform? Plattform im Wasser. Kann man hier weiter runter? Gibt's da irgendwo Fleisch drin? Oh! Also ich haue auf Wasser und das Wasser hört auf zu laufen. Hört auf zu existieren. Ja, ja, danke Spiel. Ganz toll. Oh, bitte lass mich hier Fleisch erleben. Ah, die guten Metzgerwelten. Ich brauche sie sofort. Wo zum Henker? Kann man hier durch die Wand durch? Ja. Oh! Ach, meine Liebe! Ich wusste, dass du mich retten sollst. Aber sehr vorsichtig. Der Graf wächst. Ich meine, wird stärker. Jede Minute. Wieso bist du hier nicht ertrunken? Hier war es gerade noch Wasser. Oh! Oh, sie hat meine Lebenssäfte aufgesaftet. Sehr schön. Die Macht des Tetrapacks. Ja. Das ist so viel. Das ist passt. Die blaue Lagune passt einfach. Und, Hä? Achso, ich muss ja hoch. Muss ich hier hoch? Ich bin gerade etwas verwirrt. Von wo kam ich? Achso, ich bin jetzt da. Ah, ja, ja, von da. Etwas weiter unten. Hier kann man. Oh, yay. Noch mehr blaue Köpfe. Die aus dem. Danke, danke, Spiel. Lass mich mit, weil ich hab noch nichts. Wer du schießt. Ich sollte hier nicht springen. Ich sollte hier gar. Oh. Dass der Vogel mich dazu verleitet, das Fleisch zu finden. Aha. Falafel für Fortgeschrittene. Da ist ein Messer, das will ich nicht. Oder vielleicht doch, weil der Vogel da ist. Ich habe keine Ahnung, vielleicht ist er jetzt aus dem. Nein, er ist nicht aus dem. Haha, was habe ich jetzt verloren? Achso, das ist eine Stoppuhr gewesen. Na, den nehme ich nicht. Meine Fresse, haben die Sprungmuskulatur unter sich. Oh, zwei zum Preis für einen. Yay, yeah. Oh, das nehme ich mit. Haha, sehe dich. Oh, du bist auch hinüber. Sehr, sehr gut. Oh, wir haben es geschafft. Oh, das ist der erste. Toll. Das ist der erste Boss aus. Zumindest der erste optionale Boss aus dem vorherigen Castlevania. Achso, das trifft mich also. Achso, hier kann man doch über. Muss ich hier mal weg? Na toll. Da muss man genau wissen, wo das Vieh kommt. Aber ich glaube, hier bin ich einigermaßen sicher und ich glaube, der Bumerang macht ein bisschen mehr als. Weg hier. Ja, Bumerang ist gut. Bumerang ist praktisch. Bumerang ist so schön. Habe ich den Bumerang? Und ich den Boss. Wo auch immer er gerade ist. Oh! Ich habe von nichts. Fark! Oh, gerade kommt der. Scheiße. Ja, toll. Okay, das warum können Unterwasser. Oder. Na gut, es ist gerade ein Überwasservieh, kein Unterwasservieh. Warum sie Feuer spucken können, ist mir schleierhaft. Kann ja sein, dass es mal was trifft, ne? Okay, hier. Hätte ich mich einfach ducken sollen. Oh, das. Meine Reaktionszeiten sind gerade für die Hölle. Ja. Ja. Ich weiß es. Haha! Noch ein Schlag und er ist vernichtet. Ich glaube, das hier ist auf der. Fark! Fark! Oh Gott, das war ja eine Kaskade des Leidens. Sorry, entweder bin ich zu doof für diesen Kampf oder der Boss ist einfach scheiße. Oh. Oh. Was? Wieso blinken? Haha! Ich habe ihn geschafft! Glaube ich. Oder doch nicht? Haha! Ich habe mich einfach bewegt! Deine Schwäche! Oh, und ich habe ein Leben wieder zurückbekommen. Yes! Wo ist der Bubbel? Da ist der Bubbel. Meine Sonne. Verdammt.
Und so ward die Lagune hinter uns gebracht. Hoffe ich doch. Und wir haben die beiden Mädels gerettet. Wow! Und nun, oder nicht nun, sondern in der Zukunft werden wir gelangen. Die Treppe hoch. Ah, die Treppe sind wir schon nach oben. Okay. Der liebe Uhrenturm. Den erklimmen wir beim nächsten Mal. Macht es gut und ciao.